Abschaffung der Leistungsmessung bei den Bundesjugendspielen ist falsch. Die Kultusminister der Länder sollten den bisherigen Modus der Bundesjugendspiele beibehalten. Warum sind plötzlich die Bundesjugendspiele so ein Thema? Also ich ist das für Sie ein Trauma? Weil ich sehr schlecht war in den Bundesjugendspielen selber und nicht gut abgeschnitten habe. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft gerade erleben, dass viele Menschen sich Sorgen machen, welchen Stellenwert eigentlich Spitzenleistungen noch haben. Und wenn in dieser Lage die Kultusminister der Länder entscheiden, also in der Grundschule verzichten wir auf die Leistungsmessung bei Bundesjugendspielen, dann geht das in die falsche Richtung. Ich glaube, es schadet nichts, wenn man als Kind auch mal belohnt wird, wenn man Spitzenleistungen bringt und wenn diejenigen, die vielleicht nicht so gut sind, auch merken, dass andere besser sind. Es schadet nichts und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir die Bundesjugendspiele so lassen.